Ja, was für Fitner, Junge. Wenn du immer wieder übertreibst, willst du dich immer wieder entschuldigen? Immer ich. Und nächste Woche, inshallah, Montag oder Dienstag, haben Barello und ich euch was zu verkünden. Barello. Okay. Ja? Aber vorher kein Wort. Okay. Wo ist Ibo? Ich sage euch ganz ehrlich, Jungs, ich meine das nochmal ernst. Wallah, wallah, ich meine das ernst. Ich habe auch früher viele Fehler gemacht. Und Entschuldigung ist eine Stärke, aber diese Fehler dürfen nicht vorkommen wieder. Man hat gesehen auch, ich finde, in Manuels Gesicht, wirklich, er war gekränkt. Und das ist. Das ist nicht schön. Und ich würde das Wallahi nicht erlauben. Gekränkt mit Recht auch. Weil immer, ja, du kannst dein Sohn sein, du auch. Osa hat ja nichts gesagt. Und es ist nicht zu entschuldigen, um ganz ehrlich zu sein, weil jemand gerade drauf ist. Dann soll er keine Drogen nehmen oder soll nicht live kommen. Das ist keine Entschuldigung in Zukunft. Verstehst du, was ich meine? Und Barello, nächstes Mal, wenn du dich, du hast es mir erklärt, deswegen habe ich es korrigiert. Aber Manu hat recht, nicht weil mein Freund ist, ich gehe mit ihm Unrecht. Ich weiß, was du meinst. Du wolltest nur in ihn verteidigen, weil er kein Rassist ist. Ich Genau. habe kann, aber andere. Salam alaikum. Bitte? Wie geht's dir? Wallah gut, alhamdulillah. Wie geht's dir denn? Alhamdulillah, Ibu. Sag jetzt einfach mal, man hört. Ja, hört man mich gut, oder? Es geht nicht. Zu laut? Hört ihr mich? Wir hören dich. Die Hintergeräusche. Jungs, wartet mal ganz kurz. Ich bin gerade da. Okay. Hallo, ja, Johnny, ja, der Rambe, ja, der Rick bist gerade. Warte, die hören zwar noch viel. Okay. Arafat, ich höre dich nicht. Ich höre auch nicht, deswegen habe ich gesagt. Hört ihr mich? Jetzt. Jetzt, ja. Was haben die gemacht? Aber ich rede oder du zuerst? Bitte, du. Ja, Bruder, ich war letztes Mal, vielleicht hast du auch die Videos auch gesehen. Ich bin reingekommen mit die beiden Jungs. Ich war mit Hamza. Hamza hat mich eingeladen. Ich war mit Hamza drin. Und wir sind dann zu viert waren wir. Und wir haben so erstmal angefangen zu reden. Und dann hat Barello über Flaschen gesprochen. Ich meinte zu ihm, Bruder, pass auf. Sag sowas nicht. Ich bin. Ich bin 38 Jahre alt und ich finde das nicht richtig. Und dann hat dann unser Ozan angefangen. Ozan hat dann versucht, nimm deine Hand runter. Und sind noch viele paar Sachen. Lass mal diese ganzen Sachen auf eine Seite. Dann im Endeffekt, nicht wer wir sind und was wir sind, was wir machen, was wir tun, ist uninteressant. Wichtigste ist, man sollte gegenüber ein größeren Respekt haben. 100%. Und Arafat, du bist auch älter als ich, ich habe auch Respekt vor dir, auf jeden Fall. Und ich habe auch gesagt, Arafat Abi kennt mich, ich kenne auch seinen großen Abi, wir kennen uns sehr gut. Die haben dann trotzdem nicht aufgehört damit. Darf ich? Und bitte. Das sind deine zwei kleine Brüder, sind ja. Zwei kleine Köpfe. Punkt 1. Ja. Punkt 2, aber was hier? Hamza kennt die beiden. Hamza kennt die beiden. Ja. Warum holt er dich da mit rein? Okay. Warum holt er bei dir rein? Die machen immer so einen Spruch. Wenn Hamza das weiß, ja. Bringt er dich mit rein. Nein, man hört Hintergrundgeräusche. Achso, warte mal. Ich glaube, er ist gelähmt, der kann nicht laufen. Was meinst du wieder, gelähmt? Barello. Hört ihr mich? Ja. Er ist wieder gelähmt. Nein, Barello. Oh, hast du mich verstanden? Ja. Ich meinte Ozan. Er meinte mich, sorry. Barello. Hm. Ja. Siehst du, das meine ich, Arafat, die hören auf niemanden, die sind so frech. Warte. Ja. Wenn das bei Allah, Barello, ihr beide kein Wort ist,
Aber eine andere Sache, Ibo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich jetzt besser, ja. Warum holt sich Hamza in deren Stream? Weil Hamza, wenn er mit denen ist, die reden nur Scheiße, ausdrücken, machen, tun. Und dann holt er. Warum? Wallah, weiß ich nicht. Ich gehe normalerweise immer abends mit Hamza rein. Ich weiß. Mit ein paar anderen Leuten auch. Aber ich hatte auch letztes Mal auch mit dieser Umut auch. Der ist reingekommen und hat direkt beleidigen. Siehst du? Ich meinte Hamza und dieser Ali aus Palästina. Ich habe ihn auch gesagt, bringt doch nicht einfach Leuten rein. Und wenn jemand keine Benehmung, keine Erdebung, keine Terbier hat, warum bringt mir den rein? Er meinte, Abi, Entschuldigung, der entschuldigt sich. Ich habe gesagt, hört mal auf hier mit eurer Entschuldigung. Jedes Mal Entschuldigung. Ibo, reicht? Ibo, ich, ich würde dich niemals bei mir in Stream holen, wo ich weiß, keiner beleidigt ist. Richtig. Aber ich weiß, die Jungs beleidigen, weil die immer so sind. Ich würde dich niemals reinholen. Dankeschön. Da stell dir die Frage. Und zweitens, diese Köpex, ich meine so, wie es ist. Ihr entschuldigt euch, er ist älter als euch und er ist euer älter Bruder. Und ich meine das Wallah Billa Ernst Barello und Osan. Ich mache keinen Spaß mit. Okay? In Zukunft, ich sage euch ganz ehrlich, in Zukunft, wenn jemand reinkommt, sagt die Person vorher, wenn du unser Spaß nicht verstehst, geh raus. Verstanden? Entschuldige dich bei deinem großen Bruder. Großer Bruder, es tut mir leid. Ich wusste, also du bist... Egal, wer ist, egal. Er macht so einen Content nicht, er macht so einen Spaß nicht, deswegen. Oh, es tut mir leid, Abi. Ozan. Tut mir leid, Kurt, Abi. Hast du angenommen, Ibo? Ich habe angenommen und Yüksel Abi hat mich auch angerufen, er ruft dich auch an. Er will auch mit dir zwei Wörter reden, Arafat Ahmed. Und das ist das wichtigste Ding. Hörst du mich? Ich glaube, ja. Aber ich will dich sagen. Bitte. Warum hat er dich hier rein? Ich weiß, warum er dich reingeholt hat. Aber später wohl. Ja. Ich rede mit dir privat dann. Ja. Okay, und Dings wollte auf jeden Fall einmal euch alle einladen bei uns. Bei uns, inshallah. Ich komme nach Berlin nächste Woche und wir sehen uns, inshallah. Habibi. Und Tama, Bruder. Salam alaikum, assalam. Ich will euch wirklich was sagen, ich meine das richtig ernst. Gewisser, das habe ich dir schon mal gesagt, er holt einen rein, um Fitna zu machen. Und das macht man nicht. Tut mir leid. Nein, es geht nicht um euch beiden. Jeder weiß, wie ihr seid. Ihr habt einen Humor, der ist wie meine Schuhsohle. Okay? Aber man muss euch verstehen, mittlerweile kennt euch ganz Deutschland. Jeder weiß, wie euer Humor ist. Er wusste es nicht. Hamza holt euch rein, aber Hamza weiß es. Und das ist nicht korrekt. Versteht ihr, was ich meine? Und ganz ehrlich, ich bin auch müde geworden. Ich habe gar keinen Bock mit irgendjemandem zu reden. Alles ist erledigt. Wie gesagt, sag gewisse Sachen. Wie kann man hier pausieren eigentlich? Wie kann man hier pausieren? Hochwischen, komplett raus. Warum lachst du? Warte, ich erzähl Papa. Salam alaikum, Papa Ari. Du hast gerade pausiert und Ozan macht die ganze Zeit. Ah, Papa Ari. Als du pausiert hast, Ozan hat die ganze Zeit gelacht. Wallah. Ich schwöre, ich hab gelacht. Wallah. Frag mich nicht so. Egal, ob er gelacht hat, ich will, dass ihr es versteht. Ich sag dir ganz ehrlich: Irgendwie versucht hier jeder, ich will euch mal was erklären, wirklich. Ich meine das richtig ernst. Euch in Fitna zu legen, ja, wisst ihr warum? So. Dass ihr Probleme habt und dass die anderen hochrücken. So wie ich euch sage. Okay? So. Macht euren Content, aber gewisse Leute, die euch nicht kennen, die euch wirklich nicht kennen und die damit nichts zu tun haben, sagt, hey Bruder, wir machen viel Spaß unter die Gürtellinie. Willst du nicht, geh raus oder bleib hier. Punkt. Okay? Und die Leute, die ihr wisst, die verstehen so Spaß, macht, was ihr wollt. Ist euer Problem. Und Papa, darf er Kedira Story erzählen? Ich habe ihn dir nicht erzählt.